Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge von Orcs Must Die Unchained. Felix ist natürlich dabei. Natürlich nicht. Und heute spielen wir die Map Übungsgelände. Ich bin gespannt, ob wir es hinbekommen. Das ist dieses Mal irgendwie sowas. Ja, passt alles. Obwohl es euch doch über... Nein. Boah, scheint das okay zu sein. Ich bin gerade echt gespannt. Du? Ah, nicht wirklich. Puh? Die Map haben wir noch nie auf Kriegsmagier gemacht, oder? Nein, haben wir nicht. Deswegen bin ich ja auch gespannt, wie wir uns schlagen hier. Hoffentlich nicht gegenseitig. Alter, stell dir mal vor, es würde das geben. Ah, die Map. Friendly Fire, es wäre so anstrengend. Wir würden uns gegenseitig killen. Glaube ich. Also zumindest könnte ich mir das ziemlich gut vorstellen. Hey, Christian. Ich hab eben gerade einen Hinweis darauf gegeben, welchen Champ ich mir geholt habe. Friendly Fire. Ich weiß nicht, welche. Ich hatte mir hier nicht die Dings angeguckt. Was? Die, wie heißen das? Die Champs. Musst du auch nicht. Sind ja spätestens nächstes Mal. Hey. Platzierst wieder hier, oder? Hä? Oh. Platzierst wieder hier, oder was? Ja. Christian, ich gehe hier nie wieder runter. Achso, platzierst du hier eine Barrikade? Eine große oder eine kleine? Eine große. Ja. Nee, eine kleine, weißt du. Ich habe auch beide dabei, weißt du. Oh, nicht im Ernst. Nein, habe ich natürlich nicht. Gut. Alter. Das war Ironie. Ja. Ich kann keine Gedanken lesen. Nee, musst du dafür auch nicht. Boah, kann losgehen. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Ey, da fangen wir mit der Folge an und... Alter! Meine Fresse, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Anscheinend ja schon. Ja, anscheinend schon. Und es tut mir immer noch leid wegen dem Handy. Ich hoffe, ich lerne mal draus. Christian? Ja? Nur zur Info, du lässt da so ein paar durch. Ja, ja. Dafür bist du ja da. Herzlichen Dank auch. I have a purpose. So, nächste. I have a purpose. Dann. Oh, anscheinend nicht. Okay. Hä, was? Du hast meinen Witz also nicht verstanden. Nee. Gott, kein Bock, ihn nochmal zu erklären. Wenn du schneidest, guck ihn dir nochmal an. Okay, mach ich. Ah, ich habe nicht allzu viel Zeit zum Schneiden, es ist schon 16 Uhr. Yep. Oh, ich bin gerade fast draufgegangen. Also man merkt echt, wie die Schwierigkeit hier ansteigt. Ja, weil immer mehr Gegner durchkommen. Ja, klar. Ach, verreck doch, du Kleiner. So, jetzt stell ich mal kurz ein paar Fallen auf der anderen Seite. Machst du die Fallen alleine auf der Seite? Oh, krieg ich hin. Okay, dann mach ich hier nämlich direkt weiter mit den Fallen. Hier ein paar Eisfallen. Mehr Eisfallen. Stachelfallen. Und es sollte erstmal reichen. So. Ich komm mal zu dir rüber. Zwei Reihen. Eisfallen und dann Stachelfallen. Mhm. Oh nein. Bitte nicht der. Natürlich. Der Löwe. Ich hab schon das L von Löwe gesagt, aber. Oh nein. Nicht der L. Hä? Nicht der L. Jetzt haut er ab. Das ist ein Weich, den bestimmt noch wieder. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und ich hab. Oh, nur... sie sind durch. Shit. Ich hab auch nur 59 HP gehabt. Ach, shit. Weil hier kein Wächter sticht. Haben wir...
Wir haben beide keinen gesetzt. Das ist auch noch nie passiert. Haben wir ernsthaft beide keinen gesetzt? Liegt daran, dass wir so lange eine Pause gemacht haben, wahrscheinlich. Dass wir einfach vergessen haben. Boah, oh, fies. Nicht im Ernst. Alter, geht's noch dümmer? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh nein, nicht die Viecher. Boah, die Rockies. Ich habe ja hier tatkräftige Unterstützung noch von meinen Gnollgeistern, beziehungsweise wir haben tatkräftige Unterstützung. Ja, eigentlich nur du, weil deine Unterstützung. Ja, ja. Dir helfen sie doch auch. Meh. Sie klauen mir Geld. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ja gut, ich... Oh, scheiße. Du musst wieder zurück auf deinen Platz. Ich hau ab. Tschüss. Los, los, Hundi. Zurück auf deinen Platz. Oh. Was ist das für ein... Ist es das meine Hälfte geschafft? Na. Ich hasse die Bombenviecher. Muss ich gegen die Bombenviecher? Ich muss gegen die Bombenviecher. Muss gegen die Bombenviecher. Oh, ich hasse diese Bombenviecher. Ach, die sind stressig, die Bombenviecher hier. Ja. Es gibt aber stressigere Gegner. Ja, das ist auf jeden Fall. Oh, Bogenschützen. Die sind stressig. Halt ja, aber die sind voll nervig. Die kleinen Viecher sind einfach nur nervig. Ja, ja. So. Lord, I'm here. Ja, das merkt man, wenn man eine Katze spielt. Man hört die ganze Zeit so miau. Oder es liegt einfach nur an mir. Kann auch sein. So, eine Schwungkeule habe ich schon mal gesetzt. Ja, dann spar mal bitte, weil du weißt, wo wir gleich hin müssen. Ja, nach oben. Ja, und dafür brauchen wir vielleicht auch ein paar Sachen. Oh nein, nicht der Gnollzüchter. Meinst du, der Typ, der Sachen wirft? Ich nehme an, der spawnt bei dir. Ja. Du da auch. Ist er durchgekommen? Ja, ist okay. Spring über die Barrikade. Ich habe aber meine Gnollgeister losgeschickt. Du hast selber Gnolls. Du bist eigentlich auch ein Gnollzüchter. Ja, gut. Upsi. So, verreckt. Das ist ein bisschen weit durchgekommen, kann das sein? Ja. Leben. So, jetzt setzen wir da hinten aber auch mal einen Wächter. Wäre eine Idee. Wäre, glaube ich, eine sehr, 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 sehr gute Idee. So. Oh, ich habe gerade eine Push-Benachrichtigung bekommen, Felix. Von wem? Meine Nerven liegen flach. Ja. Das letzte Blood Bowl. Blood Bowl Spiel. Och, ging das auf die Nerven. Echt? Ich hatte gestern einfach null Bock, das noch zu machen. Damit. Oh shit. Ich glaube, das null Bock, meine ich null Bock. Eine geht noch. Eine geht noch. Dann mach ich auch mal Start. Hat er gerade Slash gesagt? Nee, hat er nicht gesagt, oder? Start. Nee. So? Aha. Schnell noch was drehen. Wir wissen das Spiel, danke. Die Runde lief einfach so schlecht. Amüsant zum Zuschauen schlecht, oder? Wahrscheinlich noch nicht mal. Ach du Scheiße. Einfach nur, weil auch ich einfach so ein... Oh. Ja, wenn ich krieg gleich wieder Besuch. Müssen wieder zurücklatschen. Oh, das ist so nervig. Ja, aber dafür gibt es diese Speed-Dinger normalerweise. Hier, die da. Ja. Run. Alter, wie viel schneller du bist.
Ich oder was? Ja, da kam das, da war da wieder das Geräusch. Ja, weil diese Bombenviecher kommen. Ach, das sind die Bombenviecher? Können sein. Ey, Scheißviecher, die gehen auf die Barrikaden. Ja. Oh, verdammt, wir haben diese Jähn auf. Schrägstrich Löwen übrigens. Eins, ich bin wieder da. Beeil dich! Komm, riech dich ab. Es wirkte so, als wäre das dezent viel, aber... ging doch schon. Du gehst nach da hinten, ich geh nach oben. Okay, gut. Dann haben wir es richtig verstanden. was? Final Wave? Oh, nice. Let's get ready. Wir schaffen das noch in der Zeit. Ever. Wir haben auf jeden Fall dann nur 4 Sterne. Ja, das ist schade. Vor allem wieder wegen Dummheit. Gab's hier nicht irgendwas? Warte mal. Gab's hier nicht Slash tanzen oder wie war das hier? Autsch. Soll ich kommen? Ich habe einfach Quick Revive benutzt. Das Problem. Ja, solltest du. Na, fuck. Solltest du auf jeden Fall. Holy. Das Problem ist, das große Vieh hat ihnen einfach so einen Buff gegeben, wodurch sie einfach. Fuck, jetzt kommen meine. Oh nein. Oh, da. Ja, auch. Oh. Ist das dieser Zwerg oder was? Ey. Abgewehrt, Alter, verreckt doch. Ein Schild geht. Gnollgeister bitte? Nein, ich habe keine Mana für die Gnollgeister. Ich kann die meisten kleinen. Doch, Kälte, jetzt. Das ist nicht das Problem. Ja, so. Oh, scheiße. Das ist... Ach, Mist. Naja, immerhin wissen wir es fürs nächste Mal, dass ich in der letzten Runde auch mit nach oben komme, weil die hier ja erst später spawnen. Ja, später kommen. Ja, somit werden es jetzt 3 Sterne sein, ne? Noch nicht mal. Aua. Ja, weil einfach so viele durchgekommen sind. Das tat richtig weh gerade. Aber wir haben gefahren. Yay. Entweder machen wir jetzt eine circa 13 Minuten Folge oder wir spielen noch eine Runde. Wir können theoretisch noch eine Runde, dann kann ich gleich den neuen Charakter zeigen. Dann kommt die Folge zwar zu spät, aber ganz ehrlich, dann habt ihr doch eine doppelt so lange Folge. Ach komm, machen wir noch eine Runde. Dü-dü-dü-düm. Ja, dann kann ich auch den neuen Held zeigen, den ich habe. Ach du Scheiß. Ah ne. Ich hab meine Barrikaden verbessert. Okay. Wollen wir Haiinsel oder Krogonburg? Haiinsel oder Krogonburg? Ja. Überleben. Beides hat 10 Wellen. Beides ist Stufe 21 bis 25. Die Haiinsel sieht sehr interessant aus. Dann nehmen wir Haiinsel. Ja. Okay. Kann ich auch endlich mal den Dings benutzen. Den neuen Wächter. So, und gleich den neuen Helden. Ach du Scheiße. Quartiermeisterwächter. Und den Deckarbeiterwächter habe ich. Also, ich nehme dann noch den Koch, wenn du den Quartiermeister nimmst. Naja, genau. Löwenwächter und Quartierwächter. Quartiermeisterwächter nehme ich. Hast du nicht auch den, Ich habe noch den Deckarbeiter, den Piraten. Ja, dann nimm doch den Deckarbeiter mit und den Löwenwächter. Also den Piraten und den Löwen. Okay. Genau, und dann nehme ich den Piraten und den Bären mit, weil du siehst ja, wir haben hier mehrere Piratenstationen. Mhm. Okay. Ich habe jetzt den Charakter mit dem Namen Smolder. Was ich weiß, oder? Smolder? Frag mich nicht. Smolder, ja. Non, oui. Croissant. Was? François? François, Alter. Français? Français. Je ne parle pas français. Guck mal, so viel Französisch kannst du. Au revoir, Napoléon.
Alter Schwede, ich habe gestern 3 Stunden für das Kabelmanagement an meinem Schreibtisch gebraucht. 3 Stunden. Ich habe etliche Kabelbinder gebraucht. Und, oh, ich bin so froh, dass diese Scheiße jetzt fertig ist. Weil wirklich, oh. Na, 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 Language. Oh, es wird so heiß in meinem Zimmer. Aber ich kann die Klimaanlage nicht anmachen. Das hört man ja im Video. Was? Ich bin ins Übrigens Wasser. Lücken im Boden. Oh, geil. So, ich bin wieder da. Bitte nicht nochmal reinfallen. Wollen wir diesmal auch Wächter setzen, oder? Slash Felix, wo soll ich hier den Wächter, also welchen soll ich hier platzieren? Was ist das für ein Symbol? Das müsste doch Löwenwächter-Symbol. genau, pack den dann dahin. Okay. So, dann verbarrikadiere ich hier, damit sie hier nicht vorbeikommen. So weit hinten wie möglich. Da. Dann laufen sie nämlich über die eine Brücke hier beim D-Typen vorbei. Also hier, ach, und hier habe ich das Piratensymbol. Soll ich hier den Piraten setzen? Den Deckarbeiter? Okay. Wir haben 4 Eingänge. Platz auf. Oh shit. Alter, wenn ne. Hi! Siehst jetzt, wo sie lang Deiner? latschen, richtig? Ja. Ich laufe den gerade quasi entgegen. Sehr gut. Soweit ich weiß, hat Smolder, ich glaube, einen Buff auf Feuerfallen. Okay. Ey, diese Map ist richtig schön. Das heißt, ihre Feuerfallen machen mehr Kriege ich hier Schaden. Schaden? Nee. Das heißt, ich sollte wahrscheinlich wieder meine alltypische Teer-Dings-Kombo machen, meine Teer-Schwefel-Kombo. Oh, guck mal, wie cool die aussehen. Die hast du nicht. Die Tropfen auch übrigens. Müssten die nicht mir eigentlich auch einen Bonus geben? Weil ich stecke ja Gegner in Flammen. Ich weiß es nicht, aber schnell, setz mal deine Fallen. Hab ich schon. Ach so, das war's. Oh, dann setze ich mal den Rest hier. Hier muss man später wegmachen, weil da möchte ich hier so die Schwefelfallen haben. Aha. Ja, hier so da Leute, vorne. als ob die mit ne. Ey, wie geil ist das denn bitte? Hello, wow! Weiter. Magische Brücken. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ups. Jetzt habe ich. Och, Mist. Jetzt habe ich den Knollgeister gespawnt. Die so ein bisschen mir den Weg versperren. Ach. Ey, diese kleinen schnellen. Oh. Ja, dafür braucht man Skill übrigens, um die zu treffen. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Höchste Teamkombo mal 4. Ach, verreck doch. Setzt du hier die Schwefelfalle? Ja, das war das. Jo. Also hier plötzlich die Teerfalle. Die Schwefelfallen kommen woanders. Ach so. Everything is awesome. Warum ist mir das wieder eingefallen? Ich weiß es nicht. Wow. Okay, das war jetzt wieder knapp. Ich hatte Was? 58 HP. Boah, du hast wieder sehr wenig. Ja, oh ja, hier. Die Flasche kommt mir gerade Hier ist recht. übrigens Mana. Oh, das kommt mir auch gerade recht. Eigentlich würde ich hier gerne die Teerfallen haben, also hier vorne. Aber das müssen Nee, wir gleich machen. das kann ich dir nicht wegmachen. Oh nein. Wer ist es, der Bär? Der ist hier richtig. Der Bär ist hier richtig gefährlich. Ja, aber das Ding ist auch nicht gerade angenehmer.
Ja. Ah! 4 HP. Shit. Oh oh. Zum Glück konnten meine Gnollgeister noch ein bisschen was machen. Ach, geil. Hier links. Au! Der Ding, der läuft einfach über die Dings rüber, über die Barrikaden. Pff. Ja! Das meinte ich doch vorhin in der letzten Runde. Ach, hört auf, ihr kleinen Viecher. Gott, sind die nervig. Okay, okay, okay. Wer bleibt hier? Ich würde sagen, ich bleib hier. Dann müssten wir hier mal kurz die Fallen ändern. Ach so, ja. Wenn du möchtest, natürlich. Upsi. So. Falsche Taste. So, dann kannst du mir kurz helfen, andere aufzustellen. Ja. Ich bin immer nur. Ja, hier sind Abkürzungen. Siehst du das? Hä? Auf der Map findest du ganz leicht Abkürzungen. Hm. Ich finde die Map richtig schön. Heilige Scheiße. Schon ein bisschen schwer hier auseinanderzuhalten, wo du lang musst. Trotzdem ist die Map schön. Ja. Da kannst du nicht leugnen. Wo musst du hier lang? Bah. Hier, hier. No, do. Boah. Ah. Okay. Wie soll ich denn jetzt noch bitte zu. Ah, Felix. 30 Sekunden. Schnell zurück. Ich muss zurück. Wie kann ich dir hier noch helfen? Fallen. Gut, reicht. Reicht. Ah. Fuck. Lauf, Christian, lauf. Du hast nur noch 12 Sekunden. 2. 5. Ja, gut. Ah. Hier sind Haie. Oh, lol. Oh, die kommen noch mit noch einem Schiff. Okay, ich hab's geschafft. Es war aber recht knapp. Oh, ich mach echt Schaden bei den Dingern. Auch nicht so gut, wie ich ihn gerne hätte, aber. Das war's? Okay, die war winzig, diese Welle. Ah, kannst mal herkommen. Ah, bis ich da bin, ist eigentlich eh zu spät. Also ich kann es versuchen. Ja, es wird wahrscheinlich nicht zu spät sein. Muss ich hier längs? Ja, doch. Oh, scheiße. Oh, lauf zurück. Komm und. Oh, was denn das für ein Stress hier? Blackpaw müsste mal ein bisschen ein paar Sprint-Trainings machen. Einheiten machen. Einheiten, genau. Na, andererseits, guck mal, wie groß der ist und die Rüstung und alles. Boah, so ähnlich als wenn Marvin in DSA sich in den Werwolf verwandelt. Ja, ich weiß auch nicht, wer das erlaubt gekriegt hat. Das darf. Verringert die Mana-Kosten. Sehr, sehr wichtig. Das klang gerade voll ironisch, aber das ist wirklich bei mir sehr, sehr wichtig. Weil wie man denke ich sehen kann, habe ich ziemlich häufig Mana-Probleme. Ich nicht unbedingt sehr häufig, aber ich habe das Problem halt mit den größeren Viechern gerade. Also, ich hier schon kann einen regenerieren. Ich mal ganz schnell meine Reserven. So. Ich muss gerade gucken, wo würde ich am besten die Teerfallen platzieren können. Eigentlich hier, ne? Da. Kommen jetzt wieder die Bombenviecher? Ja, bei dir, ne? Oh, nicht schon wieder. Aber ich habe einen Pferdkämpfer. Dann sind das wirklich die Bombenviecher, die diese Geräusche machen. It hurts. Killed it.
Meine Lieblingsattacke ist übrigens meine zweite Attacke, also dieses Feueratmen. Und ich konnte eben gerade deren Schaden erhöhen um 10%. Hier, warte mal. Den Feueratem? Den Weg, dann hier hoch und... Ah, hier. Ich habe keine Wächter mehr. Doch nicht. Oh, scheiße. Nein, ich hab noch einen. Okay. Was für eine ist das? Ich weiß leider nicht perfekt, aber naja. Muss reichen. Alter, ich habe 13.000 Coins. Wo laufen sie längs? Echt, die laufen nach rechts? Der P ist, yes. Kannst du hier nochmal eine Falle wegmachen? Welche? Die hier? Die hier. Ist ein bisschen blöd. So, weil dann kann ich hier nämlich eine Barrikade, damit wir auf jeden Fall sicher gehen können, dass sie da nicht lang latschen. So, ich gehe mal schnell zurück zu meinem Platz. ja. Komm ja recht schnell wieder hin. Alter. Was brüllt der so? No. Oh Gott. Oh Gott. Ach, das reicht, hoffe ich, anfallen. Ich wäre fast runtergefallen. Vor allem, ich lache jetzt drüber und gleich passiert mir das. Ich sag's dir. Nein, überhaupt nicht. Nein, bei mir doch nicht. Boah, ist das heiß, ey. Flames. Oh, Flames. Ich hätte oben bleiben müssen. Burn, baby, burn. Stimmt, die oben kommen durch. Oh, shit. Verdammt. Ich komme jetzt hier nicht sofort, weil ich... Weil bei mir kommen sie nämlich genau jetzt. Ja. Oh, die kommen durch. Das war's. Brauch gar nicht mehr dahin laufen. Scheiße. Eigentlich brauche ich auch nicht dahin laufen. Ich bin gerade so zu spät gekommen. Scheiße. So ein Mist. Na, dann wissen wir jetzt, wo wir ein bisschen mehr verstärken müssen. Alter, weißt du, wie viel Fallen ich da gesetzt habe? Ja. Problem ist, aber das Problem ist, die lösen sich viel zu schnell aus. Die lösen sich selbst viel zu langsam aus. Viel zu langsam, Viel zu schnell. Viel zu früh. Oh nein, nein, die Bombenviecher. Fuck. Viel zu viele. Ah! Ich bin nicht da, um zu helfen. Ja, ich weiß. Ey, diese Schwefelfalle ist echt praktisch. Die zünden sich dann an und gehen selber drauf. Ja, ich mach mal kurz dieses Boss mit dem Minion hier. Mhm. Och, diese Mini-Viecher nerven doch so stark, ey. Mhm. Zum Glück habe ich hier die eine Fähigkeit. Nicht dein Ernst! Hä? Das Vieh hat Minions gespawnt, fast direkt am Rift. Oh oh. Zum Glück können sie da nicht rein. Warte, hier kommen die Nächsten. Ja, der ist durch. Scheiße. Ich sag's dir. Ich sag's dir, gleich bin ich im Wasser. Du weißt, wo wir hin müssen? Ja, da wo ich gerade hinlaufe. Bin schneller. Dann würde ich sagen, hier noch die letzten Fallen platzieren. Mehr hab ich nicht. Hä? Mehr hab ich nicht. Ach so, Geld? Ja. So, jetzt müssen wir uns am Rift platzieren. Also bei mir habe ich sehr, sehr viele Fallen. Ach scheiße. Sehr, sehr viele Fallen gesetzt. Bisschen zum Rift, dann können wir nämlich gucken, von wo die Gegner kommen. Und dann darauf halt reagieren. AKA deinem Nexus. Ja. Ich habe mich jetzt dran gewöhnt, es ist ein Rift. Ich kümmere mich um die Bomberlinge. So. Dann helfe ich hier noch kurz, bis ein paar mehr Gegner kommen. Oh. Ja, das sind eindeutig die Bomberlinge. Ja. Oh ne. Das hört sich nicht gut an. Ach, das sind die Bombenviecher gewesen.
Irgendwie ist es zu ruhig. Ja, weil kaum Gegner durchkommen. Ich gehe mal hier hin und helfe kurz nach. Ich geh mal zum anderen Wächter und helfe danach, weil der ist so gut wie down. Ja, da wären auch die ersten Gegner durchgekommen. So. Eigentlich recht interessant, dass ich so viel Schaden mache. Okay, das wird jetzt. Obwohl, wird das noch eine XXL-Folge? Ah, eine Welle noch. Ich bin gespannt, vielleicht, ob wir noch auf eine halbe Stunde kommen. Eventuell. Ja, und dann wieder die Taktik zurück zum Rift und dann. Ja, ich muss mich abkühlen. Ich hab mich dezent verlaufen gerade. Oh nein. Eins. Wer ist es, der Bär? Der Zwerg. Nicht runterlaufen, Felix. mein Gedächtnis war eben gerade so, nope. Ich gehe wieder hoch und gehe da killen. Weil die kommen ja gerade nur von zwei Seiten. Ich kill mal kurz hier den Zwerg. Mach das. Okay, hier war's das. Oh nein. Okay, Glück gehabt. Ich dachte, das wären jetzt mehr. Das war halt der eine, den der Zwerg gebracht hatte. Scheiße, falsches Timing. Jetzt kommt der Boss von oben. Da hätte ich vielleicht aufsparen müssen. Ja. Scheiße. Da lang muss ich. Also 37 Sekunden noch, dann kann ich sie nochmal spawnen. Boah, kriegen wir so hin. Puh, easy. Wie sie tanzt. Wie tanzt denn du bitte? Zur Frage. Ja, war klar. Eigentlich schaukelt sie nur. Sie oder du? Sie. Ork gemesselt, für 10.000 Orks. Das, was Midnight da macht, kannst du ja immer noch mehr tanzen nennen. Stufe 24. Yay. 21. 21, 3 Viertel. Ich hab den 2 Malma. Für Stufe 2. Stufe 2 Zermalma, plus 16% Schaden. Wir sind bei ca. 32 Minuten. Nice. Ja, jetzt noch kurz die Chests hier öffnen. Schädel, Pfeilwand und Großmutter von Troll gefressen. Nächste Truhe. Attrappe, Kavumfass. Okay. So, das macht er hier. Genau. 12% mehr Schaden gegen Trollschergen. Na gut. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.